Der Hubschrauber der Bundespolizei in Berlin wartet auf zwei prominente Passagiere. Obgleich es am Abend wieder spät geworden ist, sind der Bundespräsident und seine Frau am Morgen früh auf den Beinen. Horst Köhler reist ungewohnt leger gekleidet. Sein Ziel, die Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Als er 2004 zum Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl vorgeschlagen wurde, war Horst Köhler geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds in Washington. Aufgaben warteten auf ihn in der ganzen Welt. Trotzdem zögerte er damals nicht, sich für die Wahl in Berlin nominieren zu lassen. Sind Sie gerne Bundespräsident oder vermissen Sie auch schon mal das ganz andere Leben, wie Sie es zum Beispiel im IWF kennengelernt haben? Also der Ruf, der mich da ereilte, mich zur Verfügung zu stellen, das war für mich eine Ehre. Das hat mich wahrscheinlich auch ein bisschen geschmeichelt. Letztlich habe ich dann aus Pflicht Ja gesagt, weil ich auch dachte, ich könnte tatsächlich dann aus Dankbarkeit meinem eigenen Land gegenüber, das mir ja so viel ermöglicht hat, etwas zurückgeben. Herr Bundespräsident, herzlich willkommen. Dankeschön. In Mecklenburg-Vorpommern. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch. Die Landesregierung in Schwerin hat ihren Umweltminister geschickt, um den Bundespräsidenten und seine Frau in Mecklenburg-Vorpommern willkommen zu heißen. Schließlich fällt der Naturpark Feldberger Seenlandschaft, den die Berliner Gäste besuchen wollen, in sein Ressort. Bei der Wanderung wird das Präsidentenpaar von so vielen Menschen begleitet, dass es von den Schönheiten des Naturparks allenfalls etwas erahnen kann. Unterwegs begegnet den Köhlers ein Schäfer, zu dessen Herde 350 Schafe und 50 Ziegen gehören. Ja, waren Sie schon immer Schäfer? Nee, ich war nicht schon immer Schäfer. Aber ich habe ja noch zu guten Zeiten angefangen, wo ich nur gehütet habe. Und ich wünsche mir, das könnte man wieder so einrichten hier. Ja. Aber dazu müsste man irgendwie für die Landschaftspflege mehr Geld ausgeben. Vielleicht können Sie es ja mal einrichten. Wir reden ja drüber. Ich komme ja her, um festzustellen, wo es gut ist, aber wo es vielleicht noch hakt. Während die Wandertruppe weiterzieht zum Bootsanleger in Karwitz, frage ich den Schäfer Heiner Hermühl, worüber er sich mit dem Bundespräsidenten unterhalten hat. Wir haben über die Landschaftspflege an sich geredet, wieso mein Betrieb so kompliziert ist, also dass wir nicht nur Landschaftspflege machen, sondern auch andere Sachen machen, wie den Ziegenkäse, das Lammfleisch und wie es mit der Wolle ist. Und was so die Schwierigkeiten im Büro eines Landwirts sind, also die Verwaltungsgeschichten, die uns alle mächtig nerven und so weiter. Also das betrifft ja nicht nur mich, nee, sondern es ist ja generell in der Landwirtschaft so. Man sitzt und schreibt, statt dass man jetzt endlich auf den Acker kommt und da was macht. Das Jahr 2006 ist das Jahr der Naturparks und Horst Köhler hat die Schirmherrschaft dafür übernommen. An Bord eines umweltfreundlichen Elektrobootes fahren der Bundespräsident und Frau Köhler von Karwitz in Mecklenburg-Vorpommern nach Tomsdorf in Brandenburg. Abgesehen von sportlichen Kanufahrern begleiten das Präsidentenboot auch zahlreiche Journalisten. Am nächsten Tag steht in den Zeitungen zu lesen, wie wichtig die Naturparks sind. Ohne diesen präsidialen Ausflug hätte die Presse das vermutlich nicht geschrieben. Gelegentlich erwarten die Menschen, denen der Bundespräsident begegnet, er könne Kraft seines Amtes buchstäblich Berge versetzen. Ich frage ihn, wie er mit derlei Erwartungen umgeht. Also zunächst glaube ich nicht, dass die Menschen denken, der Bundespräsident kann Berge versetzen. Aber es ist schon gut, wenn die Leute glauben, der Bundespräsident hört zu und anerkennt durch das Zuhören, da gibt es wirklich Berge. Und bezogen auf die Erwartungen an mich, ich versuche, berechtigten Erwartungen Gehör zu verschaffen. Ich trage das, was ich erfahre draußen im Land, weiter in meine Gespräche nach Berlin. Und ich werde auch in Bezug auf Bürokratie zum Beispiel nicht locker lassen. Das ist ein riesiger Berg, vor allen Dingen für Kleinstunternehmen, die um ihre Existenz, um Arbeitsplätze kämpfen. Und dann mache ich das nach dem Motto, steter Tropfen höhlt den Stein. 3 Monate später sind der Bundespräsident und seine Frau abermals zu Gast in Mecklenburg-Vorpommern. Diesmal geht es darum, eine altehrwürdige Jubilarin zu feiern. Die Universität Greifswald ist 550 Jahre alt. Die Kolonne der schwarzen Limousinen fährt vor. Alles wartet gespannt.
dass der Bundespräsident aussteigt. Stattdessen ein Damenhut für Beifall für Königin Silvia von Schweden, zu deren Begrüßung Ministerpräsident, Rektor und Oberbürgermeister herbeieilen. Im Hintergrund erkennt man eine zweite Fahrzeugkolonne, die eigentlich die erste hätte sein sollen. War das so vorgesehen? Fragt der Bundespräsident, der die Königin hätte empfangen sollen und nicht umgekehrt sie ihn. Manchmal reagiert er auf solche Pannen ungehalten. Aber den Kopf wie in feudalen Zeiten kostet das niemanden mehr. Und wenn die Fotografen eher lautstark ihr Gruppenfoto verlangen, zeigen Königin und Präsident auch dafür durchaus Verständnis. Herr Bundespräsident, können wir gerade nochmal. Heute ist der Umgang mit gekrönten Häuptern für Horst Köhler beinahe eine Selbstverständlichkeit. Und es war einmal ganz anders. Er wurde 1943 als siebtes von 8 Kindern in Polen geboren. Er war 14, als die Familie nach langer Flucht in Ludwigsburg eine neue Heimat fand. Er studierte als einziges der Geschwister und finanzierte sein Studium selber. Majestät, es ist für uns Deutsche eine große Freude, diesen Festakt mit Ihnen gemeinsam zu begehen. Denn die Universität Greifswald ist nicht nur eine der ältesten deutschen Hochschulen, sondern sie war während der Schwedenzeit in Pommern auch die älteste Universität Schwedens. Wenn Königin Silvia Greifswald bald nach der Rede wieder verlässt, unterhält sich Horst Köhler noch mit ein paar Zaungästen. Wir haben einen richtigen Studenten. Wie ist es? Genau. Ja, Sie studieren? Ja, noch. Geht's ja. Noch vor dem Examen? Und was studieren Sie? Ja, eine Ökonomin. Und wir kriegen jetzt Ärger beim Max. Der Ministerpräsident mahnt zum Aufbruch. Die Max-Planck-Gesellschaft wartet. Der Bundespräsident würde gerne noch ein bisschen länger bleiben, aber er ist selten Herr seiner Zeit. Spontane Gespräche mit den Bürgern sind ihm wichtig. Er will ein Staatsoberhaupt sein, das auf die Menschen zugeht und sich nicht mit einer Aura der Unnahbarkeit umgibt. Der Sportplatz Hubertusallee in Berlin-Wilmersdorf. Wenn irgend möglich, hält sich das Bundespräsidentenpaar fit, indem es joggt oder an Geräten trainiert. Und wieder aufrichten. Horst Köhler will das Sportabzeichen machen. Er hat einen 3000-Meter-Lauf hinter sich, Weitsprung aus dem Stand, zwei Schwimmstrecken über 100 und 200 Meter. Jetzt fehlt nur noch der 1000-Meter-Lauf.